völlig zerbrechlich, völlig schutzlos, wie ohne Haut. Open your eyes if you don't know what you're
body, you drink your blood, and then you will all be inside of you, stupid fucking arrogant assholes! Kein unterworfenes Subjekt, sondern ein freies, sich immer neu entwerfendes, neu erfindendes Projekt. Das Ich als Projekt, das sich von äußeren Zwängen und Fremdzwängen befreit zu haben glaubt, unterwirft sich nun inneren Zwängen und Selbstzwängen in Form von Leistungs- und Optimierungszwang. Genau. Schauen Sie da nochmal auf Seite 11. Mitte. Das neoliberale Subjekt als Unternehmer seiner selbst ist nicht fähig zu Beziehungen zu anderen, die frei von Zwecken. Zwischen Unternehmern entsteht ja auch keine zweckfreie Freundschaft. Frei sein bedeutet aber ursprünglich bei Freunden sein. Freiheit und Freund haben im Indogermanischen dieselbe Wurzel. Die Freiheit ist im Grunde ein Beziehungswort. Man fühlt sich frei, erst in einer gelingenden Beziehung, in einem beglückenden Zusammensein mit anderen. Die totale Vereinzelung, zu der das neoliberale Regime führt, macht uns nicht wirklich frei. Ja, das finden Sie alles gleich im ersten Kapitel. Krise der Freiheit, Neoliberalismus und die neuen Machttechniken. Lesen sich das jeder nochmal genau durch und schreiben dann jeder 3000 Zeichen über die Frage, wie wir heute Freiheit neu definieren müssen, neu erfinden müssen, um der verhängnisvollen Dialektik der Freiheit, die diese in Zwang umschlagen lässt, zu entkommen. Okay? Bis Dienstag. Dankeschön. Ich bin deine Tochter!
Ja!
wirklich mit 11 Jahren ihr Haustier ertränkt? Was für eine politische Haltung nehmen Sie in der Kommentarspalte der Spiegel Online-Seite ein, wenn es um das Freihandelsabkommen mit den USA geht? Was für Reiseziele hat sie in letzter Zeit vermehrt und gegoogelt? Was für Fotos postet sie auf Facebook? Welchen Hintergrund? Wieso ist sie meist allein? Hat sie wirklich auf der ersten Mai-Demo einen Polizisten eine Bierflasche auf den Kopf zerschlagen? Oder ist es nur so eine Art Mythenbildung, die sich da um sie rammt? Und haben sich ihre Nachbarn echt zusammengeschlossen, um gegen diese unerträglichen Geräusche vorzugehen, die Nacht für Nacht aus den weit geöffneten Fenstern in den Innenhof dringen? Lautes, schweres, ja, was ist das? Weinen, Schreien, Lust, Schmerz oder Erschöpfung? Schlägt sie da auf irgendetwas ein oder macht sie da Sport oder hat sie nur sehr, sehr kruden animalischen Sex? Was für Musiktracks lädt sie sich illegal aus dem Netz herunter? Hat sie wirklich seit 2 Monaten kein festes Einkommen mehr? Wieso klickt sie in letzter Zeit immer wieder XQ-Clips an, in denen zuerst junge Männer öffentlich gedemütigt und dann hingerichtet werden? YouTube-Videos, in denen Liebespaare aufeinander einschlagen, Kinder hysterisch schreien, ihre Computerfestplatten sich hören. Videos, in denen Menschen leiden, sehr, sehr intensiv leiden. Ist sie das, diese affigen Pornoseite drauf? Oder ist das ihr Sohn? Wer schließt sich immer wieder für mehrere Stunden im Badezimmer ein? Warum ist es ab und an so verdächtig still in ihrer Wohnung? Wieso hat sie in der letzten Woche 3-mal ihr Facebook-Profil gelöscht und es in derselben Nacht immer wieder neu eingerichtet? Mit neuen Fotos und einem immer wieder neuen Namen. Wieso hat sich ihre beste Freundin gestern Nacht um 4 Uhr auf Skype blockiert? Wieso wacht sie seit 3 Nächten immer um 5 Uhr auf, stellt sich für 20 Minuten nackt in die Küche, kocht einen Kaffee, geht kurz auf den Balkon, schaut über die Stadt und legt sich zurück ins Bett, ohne den Kaffee auch nur angerührt zu haben? Warum schreibt sie seit 10 Tagen keine E-Mails mehr? Warum ist ihre Mailbox voll? Wieso lässt sie nachts immer das Licht brennen? Warum liegt ein kaputtes Kinderspielzeug mitten auf ihrem Küchenboden? Warum hat sie seit 3 Tagen den Posten zu öffnen? Wieso hängen keine Fotos von Freunden an ihrem Kühlschrank? Warum landen die E-Mails von ihrem Vater immer sofort im Spam-Ordner? Warum hat sie gestern 2 Flaschen Wodka am Nachtschuh gekauft? Trinken sie? Hat sie Angst? Hat sie Ärger? Wo war ihr Sohn in den letzten 3 Tagen? Wieso ist er nicht bei ihr? Wieso hat er in der Schule gefehlt? Ist er bei seinem Vater? Wer der 5 Männer, die in den letzten Tagen ihr Haus betreten haben, ist der Vater ihres Kindes? Warum hat sie sich von ihm getrennt? Hat sie sich von ihm getrennt? Ist sie mit all diesen 5 Männern gleichzeitig zusammen? Und erhält sie mit all diesen 5 Männern gleichzeitig einer dieser typischen, hochkomplexen Off-Beziehungen, die nie beginnen und niemals wirklich enden, von denen man nie wirklich weiß, warum man sie überhaupt führt und was man für einen Menschen empfinden soll, der einem zu keinerlei Verbindlichkeit bereit ist? Warum stand die Anzeige auf ihrer Mailbox immer noch vom 7. Mai 2009, als sie von einer längeren Reise nach Südamerika zurückkehrte? Wo war sie im Sommer 2008? Darüber haben wir keine Aufzeichnung. Was hat sie da gemacht? Wieso existieren aus dieser Zeit keinerlei Bilder, keinerlei E-Mails, keinerlei Chatroom-Kontakte, keinerlei Social-Media-Postings? Was war da los? Wieso gibt es Momente, wo sie verschwindet, keine Spuren hinterlässt im Internet? Wo ist sie da? Was macht sie da? Wohin schweifen ihre Gedanken? Was denkt sie? Was fühlt sie? Wieso kann ich den Ausdruck auf ihrem Gesicht nicht lesen? Ist es da wirklich still in ihrem Kopf? Keine dunklen Gedanken. Keine Traumwelt, in denen sie versinkt. Aus denen sie nicht mehr rauskommt. Plant sie was? Hat sie einen geheimen Plan? Was plant sie? Gegen wen richtet sich der Plan? Wann soll er ausgeführt werden? Hat sie Komplizen? Handelt sie allein? Wann schlägt sie zu? Gegen wen richtet sich ihr Angriff? Ich verstehe es nicht! Was denkst du?
was willst du, was fühlst du? Ach, gibt sich ein klares Bild. Er ist. Er ist. Jetzt tanzt sie plötzlich nackt durch ihre Wohnung. In einer Art Vorschlaghammer und singt laut Wrecking Ball. I never meant to start a war. I just wanted you to let me in. Und schlägt auf eine externe Computerfestplatte ein und reißt Fotos von den Wänden. Immer wieder, immer wieder. Bis sie plötzlich ganz still, ganz leise, weint, lacht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht erkennen. Gegen wen wollte sie keinen Krieg führen? Wollte sie einen Krieg führen? Ist sie im Kriegszustand? Jetzt, in diesem Moment, ist dies ein Krieg, den sie führt? Gegen wen? Gegen was? Gegen sich selbst? Und diese plötzliche Stille, diese seltsam angespannte Stille, wenn sie jetzt da sitzt, allein in ihrem Bett, mit ihrem Laptop auf dem Schoß und leise den Winkel parselt. Und die Seite mit den Statusmeldungen langsam neue Fotos hochbringt. Wieso lächelt sie? Wieso lächelt sie auf all diesen Fotos? Wieso wirkt sie so fröhlich und ausgelassen auf all diesen Fotos? Da stimmt doch irgendwas nicht. Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Wieso kann man ihr absolut nichts ansehen? Wieso kann man absolut nichts ablesen über sie anhand der Fotos, die sie online stellt? Anhand der Headlines, die sie postet? Wieso scheint alles in Ordnung? Da ist doch nichts in Ordnung. Da ist doch was. Da ist doch was. Das sehe ich. Das sehe ich doch. Dieses Lächeln, diese Freude, sie spielt das doch alles nur. Welche Musikstücke hört sie jetzt? Singt sie damit? Kann sie den Text? Von welchen Musikstücken kann sie den Text auswendig? Warum gerade von diesem Stück? Warum gerade dieser Text? Warum sitzt sie jetzt alleine aufrecht im Bett und singt leise in dem Kippar, wenn er doch gar niemand ist, der sie irgendwie verlassen könnte? Warum klickt sie bis um 5 Uhr morgens verschiedene Versionen des Lebens auf YouTube durch? Hört sich dann alle davon auf Spotify erhältlichen Versionen an und fügt sie zu ihrer Playlist Verlass mich nicht 3 Ausrufezeichen hinzu. Wer soll sie nicht verlassen? Da ist doch niemand. Wer soll sie nicht verlassen? Vermisst sie etwas? Vermisst sie irgendwen? Wen vermisst sie denn? Hat sie Angst gerade? Ist das einer dieser Momente nachts, wenn der Atem stoppt und sich alles im Körper zusammenzieht und man einfach nur irgendjemanden oder irgendetwas braucht, um sie für einen Moment festzuhalten? Halt mich fest, halt mich fest! Verlass mich nicht! Diese plötzliche Sehnsucht frisst Wunden in meine Haut, frisst mich auf, spült mich fort, reißt mich weg. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Alles zu viel. Jetzt hier in diesem Moment. Nie bin ich genug. Nie genüge ich. Nie erfülle ich die Anforderungen, die an mich gestellt werden. Nie lässt sich wirklich das, was von mir erwartet wird. Immer bleibt ja diese Unzufriedenheit, dieses Gefühl, es wieder nicht geschafft zu haben. Alles zu geben und trotzdem nie das zu erreichen, was man sich erhofft hat. Da ist immer noch mehr möglich, da ist noch mehr drin. Das schaffst du noch, das schaffst du auch noch, das auch noch, das auch noch. Alles zu viel, alles zu viel, alles viel zu viel. Alles zu viel. Verlass mich fest, alles viel zu viel. Verlass mich fest, verlass mich fest. Fuck off to anyone who starts playing with you. I want you to make me
want you to make me feel good. I want you to make me feel good. I want you to call me and tell me how much you miss me when I'm not there. I don't know. I want you to look at me and tell me how much you want me and need me. You cannot be without me. This whole world only makes sense because of me. Because I'm there, because you found me, and I'm the only thing you want and need and desire. And I want you to make me feel good. Just make me feel good. Make me feel alive. Make me feel bigger. I want us to be bigger. I want this life to be bigger and louder. I want our love to be louder and bigger. And I want to be louder and bigger. I want you so much. I want you to tell me that you will never leave me. I want you to never, ever disappear. I want you to cry for me. I want you to cry in my arms until I hate you, kiss you, make you feel all the pain and all the... I just want you so much. I want you so much. I want you so much more. I want you so much. I want you so much, and I'm losing my mind. So ein wunderbarer, ja großartiger. Du bist so, also vielleicht bist du. Ich kann das nicht. Und ich will das auch nicht. Du bist so alles an dir und wenn du dann bei mir bist, dann bin ich einfach nicht mehr in dieser Welt. Zu nah und, oh Gott, das ist so schwer alles. Ich kann nicht mehr, ich löse mich auf. Vielleicht, dass es besser für uns ist, wenn wir diese Freiheit, die wir ja auch suchen, oh Gott, du bist so schön und es fühlt sich doch auch alles gut und richtig an, nachts neben dir zu liegen, dich zu küssen, nachdem wir miteinander, also du und ich, wir beide. Und dann diese Stille, diese Ruhe, aber auch diese Ungewissheit. Ob mich ist noch immer und du, mich auch noch für immer, jetzt hier und ich kann das nicht. Wieso gibt es denn keine Sprache für dieses Gefühl, wenn du bei mir bist? Ich höre deinen Atem, der ist mir so nah, ja schon in mir und ich kann das nicht. Hat denn jemand in den letzten Jahrhunderten auch nur versucht, eine Sprache zu finden für das, was ich hier sagen will? Ja, dass ich nichts will, außer bei dir zu sein, aber dass ich genau das nicht aushalte. Ja, diese Nähe, diese Zweifel, wunderschöne, alle Kraft, alle Stärke zerstörende, alle Wunden, alle Verletzungen wieder hervorholende, alle Struktur auflösende, ja was? Verzweifelte Nähe, die plötzlich da ist, diese Körper, die sich so nah sind, dein Atem so nah, aber auch gleichzeitig diese Angst, diese Angst, dass ich jeden Augenblick, ah, das klingt jetzt alles so dumm, so unglaublich dumm, das ist alles zu viel, viel zu viel, ja, du bist zu viel, ich kann nicht ich sein, wenn du bei mir bist. Und dann deine Gestik, deine Mimik, deine Art, wie du sprichst, wie du dich bewegst, das ist doch auch alles so unglaublich widerlich, ja, widerwärtig, dieser Ekel und dann diese Wut, dieser Hass, dass ich da einfach nur reinschlagen, rauskommen, weg will. Ja, ich will hier raus, dass ich dann da hause und nicht bei dir, nicht mit dir, sondern nur ich ganz allein, es tut mir
Bacillus und dann bist du auch immer noch so anstrengend, so langweilig und immer bist du anders. Und dieses ganze Rumgequatsche, ja, das geht mir einfach tierisch auf den Sack und ich will einfach nur meine Ruhe und Stille und dass es aufhört. Also, das ist doch dieser Mann, der sich so sehr für mich interessiert.
haben wir alle zusammen. Die ist raus. Nein, verdammt, die ist drin. Die muss nur endlich mal geprobt werden. Das ist doch diese wunderschöne Szene, wo der Christoph, wie er heißt, mich so ganz zart und ganz lange küsst. Und dann immer weiter mich eindringt und sich mit seiner Zunge immer weiter mich hineinwühlt und mich was verschlägt voller Verleidenschaft und Verlangen. Ja, aber ihm alles ganz gefühlvoll. Also, wo der mich so ganz zart und ganz behutsam, aber auch so wollt, so leidenschaftlich, so kompromisslos. Also, der will mich einfach in der Szene, ja? Der ist aber ganz verrückt nach mir. Der hält das kaum mehr aus, der bricht fast zusammen. Und sagt all diese Sachen über meine Augen, meine Seele, meine Hände und Haare, meine Beine, meine Hüften, meine Brüste und küsst mich da ganz lange und ist auch noch ganz verrückt nach mir und sagt eben all diese Sachen. Aber das kann ich doch nicht immer wieder ohne den proben. Immer wieder, jeden Tag proben wir das. Immer allein. Wo ist denn der? Ja, immer muss ich das alles allein machen. Jeden Tag steht da. 10 Uhr Zimmermann, romantische Kussszene mit vorgestelltem Partner. Seit 6 Wochen, ja? Jeden Tag. 10 Uhr Zimmermann, romantische Kussszene mit vorgestelltem Partner. Mann, wo ist denn der? Ja, warum kommt der denn nie? Warum ist der denn nie hier? Wo sind denn immer alle? Warum sind denn alle immer weg? Wo sind die denn bitte schon immer? Weiß der eigentlich, wie scheiße schwer das ist, das alles immer allein zu machen? Der soll mich da festhalten, mir tief in die Augen schauen und mir so Sachen ins Ohr flüstern. Das kann ich doch nicht immer wieder ohne den. Das müssen wir doch auch einfach mal zusammen. Was soll denn das? Ich kann mich doch nicht immer nur allein küssen, allein immer. Ja, mir selbst sagen, was für eine wunderschöne, anziehende Frau ich bin. Kapiert das doch mal. Ah, jetzt sind wieder alle weg, ja? Toll, jetzt stehe ich wieder komplett allein auf der Bühne. Muss ich das jetzt wieder alles komplett allein machen? Weil hier niemand kommt. Sind alle immer weg hier, ja? Krank, müde, beschäftigt oder total busy mit irgendwelchen anderen Sachen. Das ist doch gar nicht nur scheiße, auch mal was zusammen zu machen. Das kann doch auch ganz schön sein. Das ist doch nicht nur totale Scheiße, auch mal ein paar Stunden zusammen zu verbringen. Sich anzuschauen, zu reden, ja, sich zu küssen, miteinander zu schlafen, sich festzuhalten und zuzuhören. Auch mal die langweiligen Momente auszuhalten und sich füreinander zu interessieren. Leisten? Das war doch eigentlich ganz schön mit uns.
Was? Das ist eine Art super schön. Als würde ich da begrüßen haben. Den Park. Und. Nee, also. Ich dachte, ich schrub einfach mal und erzähl dir, wie busy ich bin. Also. Gehörst du zu? Ich. Nur hallo, Gina. Mein Freund, so kurz vor mir entfernt und hast das Küssen verlangt? Oh weh, deine Lippen sind kalt, sind stumm. Wo ist dein Leben geblieben? Wer brachte mich drauf? Und du mich küsstest, als wolltest du mich ersticken. Küsse mich, sonst küsse ich dich.
alles sofort abbrechen und sie einfach aus der Liste meiner möglichen Partner streichen. Dann streiten sie sich an. Dann liefern sie. Ich will, dass sie liefern. Sie sollen liefern und sich nicht ausruhen bei mir. Ich will kein Ruhekissen. Ich will, dass sie sich Mühe geben. Ich will sie von ihrer besten Seite aus erleben. Und ich will nicht, dass sie auf das Leben, das auf ihrem Profil vorgeben zu leben, zurückfallen. Ich will, dass alles, was sie da versprechen, wirklich haben. Hier und jetzt. Wie ist das, wenn sie mit einem Mann zusammen sind? Wie geht es ihnen damit? Ich finde es anstrengend. Es sind so viele Informationen, die ich produzieren muss. Das macht mich unruhig. Spätestens nach 90 Minuten fange ich an, seltsame Aussetzer während des Gesprächs zu haben. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich kann die Situation nicht mehr einschätzen. Ich sage dann ständig falsche Sachen oder sage überhaupt gar nichts mehr. Und ich fange an zu zittern. Oder ich fotografiere ihn die ganze Zeit, während er spricht. Oder poste unentwegt irgendwelche Sätze auf meiner Facebook-Seite. Was für Sätze? Protect me from these people! Warum sagen Sie nicht einfach, was Ihnen nicht gefällt oder ändern die Richtung des Gesprächs? Ich brauche einfach Zeit, um mir zu überlegen, was ich sagen will. Und das kann ich nicht, wenn die Person, der ich etwas mitteilen will, mir direkt gegenüber sitzt. Ich kann ja die Dinge, die ich dann sage und tue, nicht einfach löschen, umformulieren und nochmal neu sagen. Ich kann nichts ausschneiden, das blockiert mich. Oft sitze ich einfach nur regungslos da, sage gar nichts mehr und hoffe, dass alles so schnell wie möglich vorbei ist. Denn diese reale, gleichzeitige Anwesenheit mit einer anderen Person in einem Raum blockiert mich. Ich kann nicht ich sein. Ich verliere die Kontrolle darüber, wie ich mich präsentieren will und das halte ich nicht mehr auf. Am besten ist es, wir schlafen miteinander, ohne viel zu reden. Denn je mehr ich über eine Person weiß, desto komplizierter wird alles und desto uninteressanter wird sie auch. Deshalb wenig Text, viel Aktion, kurze Zeitfenster, sich einmal alle 3 Wochen zu sehen, das geht. Nur das halte ich aus. Menschen, die Plakate hochhalten. Es geht um Waffen.
exzessive Wochenenden, an denen sie allein vor ihrem Computer alle Staffeln von Breaking Bad, Desperate Housewives oder Homeland innerhalb von 72 Stunden in sich hineinfressen wird und die Welt um sich herum einfach auszuschalten und alles vergessen. Nicht mehr in dieser Welt zu sein, sich zu nichts mehr verhalten zu müssen, nicht mehr mitzuhalten, auf nichts mehr reagieren zu müssen. Einfach nur da zu liegen, erschöpft und erregt zugleich, in einem Zustand irgendwo zwischen Tod und Lebendig, festgefroren. Festgefroren in einer ertränkten Wut gegen eine Welt, in der sie nichts mehr auf Kontrolle hat. Die sie aus einem Extrem ins nächste reißt. Gegen Menschen, die keine Menschen mehr sind. Die irgendetwas anderes geworden sind. Etwas, das sie hier, wo sie vor mir sitzt, hier in meiner Praxis vernichten will. Dass sie leiden sehen will. Und die Schmerzen zu kriegen, damit es aufwacht. Damit es wieder auf sie eingeht. Damit es ihr einfühlt, fühlt und mitfühlt. Ich hasse dies, tippt jetzt eine Kommentarschreiber zwischen der Brille, über diese Veränderung des Smartphone-Fotos. Und wie sie auch hier die Regelungsanzugzeichen regelmäßig abschneiden von 5 bis 7 Minuten, die man ihr abschreibt, wenn sie den Gespräch nicht mehr aussetzt. Weil Fragen zu anstrengend, zu persönlich, zu intim, zu aufdringlich, zu nah werden. Oder sie den Klang meiner Stimme nicht mehr aussetzt. Weil er die tausendfach verstärkte Verbindung ihres Körpers zu einem einzigen größten, verzerrten Werk überlagerten Geräusches Leistens. Zerreißens. Zersetzens. Das unerträglich dreckige Rauschen der Überforderung anschaut. Und sie Ruhe macht. Ruhe, Schutz, Abwesenheit in dieser Welt. Diesen Fragen, meinem Gesicht auszudrücken, sich nachhaken, sie nicht einfach wegklicken, blocken oder löschen. Das ist sie nicht gewohnt. Sie hasst mich dafür, dass ich hier bin und mich nicht mit einem einzigen Knopf wegschalten lasse. Schaut sie mich an. Ausdrucksvoll. Schaut, als seid sie nicht ganz sicher, was das da ist vor ihr. Ich, was das ist. Ich. Und während sie auf ihrem Smartphone nachrichten schreibt, hält sie den Blick direkt in meine Augen Richtung Mr. Couch. Mein Hass ist so groß. Eines Tages werde ich alle dafür müssen. Dann lösche ich mich. Alle. Mein Sohn ist weg. Mein Vater stirbt. Ich wollte dich fragen, hast du schon einmal jemanden verloren, der dir sehr nah war? Und wie war das? Kannst du mir diesen Moment ganz genau beschreiben? Was ist Tod? Hast du selbst Angst vorm Tod? Hast du Angst vorm Sterben? Vorm Älterwerden? Was ist das eigentlich, älter werden? Erklär mir das. Ich verstehe das nicht. Was passiert da? Was ändert sich da? Bist du jetzt jemand anders als vor 30 Jahren? Also so alt warst wie ich? Kannst du von einer Nacht mit einem Mann erzählen, die dir in Erinnerung geblieben ist? Was habt ihr da gemacht? Wie hat sich das angefühlt? Ich frage das, weil ich selbst nach einer Sprache suche für diese Dinge. Ich weiß eigentlich nicht, wie man so etwas beschreibt, aber durch deinen Körper sind schon so viele Texte und Gefühle gewandert in all den Jahren. Also, wie war das? Sich näher kommen, sich anschauen, sich berühren. Was wolltest du, dass er da mit dir macht? Was hast du dir da gewünscht? Was wolltest du mit ihm machen? Oder war es gar nicht angenehm? War es unangenehm? Was war unangenehm? Ist es schwer, einem Menschen nahe zu kommen? Also körperlich nah? Jemanden ganz nah an sich heranzulassen? Und was bleibt eigentlich von einer Liebe?
Was erinnert man von einem Menschen, den man einmal geliebt hat und der jetzt keine Rolle mehr im eigenen Leben spielt? Was bleibt von dem? Von all den Texten, all den Rollen, die du gelernt hast, was bleibt da? Welche Sätze sind da noch in dir? Was haben die hinterlassen? Sind da Momente, wo dir plötzlich ein Satz einfällt und du dir denkst, jetzt endlich verstehe ich diesen Satz. Jetzt endlich begreife ich, was damit gemeint ist. Und was bleibt von den Menschen, mit denen man da in 50 Jahren zusammenkommt und die man küsst und in den Arm nimmt, weil es so im Text steht? Und für die man sehr viele Gefühle entwickelt, weil es so im Text steht? Und was bleibt von den Menschen, die man küsst, weil es auch so irgendwo geschrieben steht, dass wir auch im echten Leben immer wieder irgendwem nahe kommen müssen und uns misstrauen müssen? Und uns gegenseitig verletzen müssen und uns nicht ertragen können müssen. Aber es doch immer wieder versuchen. Weil es manchmal auch einfach sehr, sehr schön ist. Die Nähe. Also ich glaube, meine Frage ist einfach, was bleibt? Weiß ich jetzt nicht, wo ich anfangen soll. Momente der Angst zu nehmen. Als er kurz vorm Sterben war, da habe ich ihn angerufen und da hörte ich nur ein ganz schweres Atmen am Telefon. Ich habe die ganze Zeit auf ihn eingeredet, versucht irgendwelche lieben Sachen zu sagen, ihn zu trösten. Aber er konnte nicht mehr antworten. Und es war immer dieses Atmen. Als würde er keine Luft mehr bekommen. Vor lauter Angst habe ich immer weiter geredet. Irgendwas Schönes, dass wir uns wiedersehen, dass es sich eigentlich nur verwandelt, dass es was ganz Aufregendes ist. Aber ich habe mich sehr hilflos und ängstlich gefühlt. Weil ich wusste, das ist unser letztes Gespräch. Und, also, es war ja kein Gespräch mehr, sondern immer nur dieses Atmen. Meine hilflosen Versuche, ihm irgendwie Liebe mitzugeben auf eine Reise, von der ich nicht wusste, wohin sie geht. Und wenn ich jetzt daran zurückdenke, dann ist das immer so etwas Unmögliches. Und als wenn ich zwar alles versucht habe, an Zuneigung dieses Telefon zu flüstern, aber es dann letztendlich an großer, endloser Hilflosigkeit übrig geblieben ist. Ich denke, das war wirklich so, dass er einige Stunden darauf gestorben ist. Ach, weißt du, ich habe noch dein Hemd, was du bei mir gelassen hast in unserer letzten Nacht. Und das werde ich ab jetzt immer tragen. Für immer. Dann bist du immer bei mir. Du wirst jetzt frei segeln durch den Kosmos. Das, was du immer wolltest, du wolltest um die Welt segeln. Jetzt fliegst du durch den Kosmos. Flieg los! Vielleicht ist es ja eine Erlösung, wenn du nicht mehr an diesen Körper gebunden bist, an all die Erinnerungen, an all den Schmerz, sondern einfach nur frei bist, eins bist mit allem. Oder sogar zu Hause bist, in allem. Und wenn du eins bist mit allem, dann weißt du alles, dann siehst du alles. Und vor allem kannst du segeln. 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 In ein unendliches Meer mit viel, viel Licht. Viel zu sehen. Diese Anerkennungslogik
verstrickt das narzisstische Leistungsobjekt noch tiefer in sein Ego. Und es entwickelt sich eine Erfolgsdepression. Das depressive Leistungsobjekt versinkt und ertrinkt in sich selbst. Er geht seine Aufzeichnung für den nächsten Tag durch, steht nackt am Fenster seiner Lehrerin zur Erzählung und lernt den Text seiner Vorlesung auswendig, die er am nächsten Tag für etwa 200 Studenten halten wird. Die, das weiß er jetzt schon, werden in der Regel Facebook-Nachrichten schreiben und lesen werden oder mit ihren Freunden WhatsApp-Messages hin und her schicken werden oder flüchtig langweilen durch alternative Nachrichtendienste scrollen werden. Vielleicht sogar auch ab und an mal für kurz auf mir zuhören werden, wenn irgendein Signal aus seinem Vortrag Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ihr müsst auch die langweiligen Parts aushalten, sonst kapiert ihr nichts. Es gibt nicht nur Highlights, es gibt auch Hinleitungen, Nebengedanken, Abwägungen. Es gibt auch Momente, in denen nichts Außergewöhnliches passiert. Lass dir den Punkt klingeln. Woher hast du meinen festen Sommer? Ich weiß nicht. Kann ich nur von damals. Damals. Ja. Was gibt's? Warum musst du sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich. Alles okay bei dir? Ich weiß es nicht. Warum waren wir zusammen? Es ist 2 Uhr nachts. Und warum haben wir uns immer wieder getrennt? Wirst du wieder betrunken? Sag mal, ich kapiere nicht beides nicht. Ich verstehe nicht, was du meinst. Verstehe ich gar nichts. Was du hast auch nie etwas verstanden. Was jetzt? Gute Frage. Was will ich nicht? Das Geld ist angewiesen. Darum geht es doch jetzt gar nicht. Aber er weiß nicht, wo es hinkommt. Und sie weiß es auch nicht. Sie ahnt etwas, aber es geht außerhalb dessen, was in diesem Moment mit Worten ausdrücken könnte. Soll ich vorbeikommen? Nein. Nur kurz. Lieber nicht. Nein. Irgendwas schlimm heute Abend als nicht mehr. Diese Frau, sie schläft jeden Dienstag mit diesem einen Mann. Aber sie weiß nichts über ihn. Gar nichts. Und sie scheint einfach nur unglaublich guten, harten, leidenschaftlichen, geilen Sex mit diesem Mann zu haben. Aber sie reden nicht, sie erzählen sich nichts. Sie wissen absolut nichts voneinander. Und sie sagt, nur so hält sie das aus. Nur so können sie diese Nähe überhaupt ertragen. Komm vorbei. Ich sage nichts. Ich frage dich nicht. Ich erzähle doch nichts. Aber ich kenne dich. Ich weiß alles von dir. Lösch das. Lösch einfach alles, was du weißt. Ich kann nicht erkennen, ob irgendeine Gefahr von ihm ausgeht. Ob er kurz davor ist, sich oder andere Schaden zu fügen. Er wird verletzt, reizt, unberechenbar. Vielleicht ist das uns vorübergehender Zustand der Erschöpfung, der Enttäuschung. Er wird angespannt, müde, agiert planlos. Vielleicht hat er irgendwas vor. In seinem Gesicht erkenne ich den Wunsch, seinem Leben eine radikale Wendung zu geben. Aber wohin? Was willst du? Was denkst du? Was fühlst du? Vielleicht weiß er nicht, was er mit dem Rest seines Lebens anfangen soll. Vielleicht ist seine Karriere nicht ganz so verlaufen, wie er sich es vorgestellt hatte. Vielleicht lösen sich seine ganzen Freundschaften ganzheitlich auf, wenn sich niemand mehr Zeit für ihn nimmt und kaum jemand sie zurückruft. Und das macht er manchmal. Manchmal. Nachts. Wenn er da liegt.
Schulfreund in der Stube. Oder den neuen Partner seiner Ex-Freundin umbringt. Oder sich massenhaft elektronische Lebenshilfebücher auf sein iPad teilt. Oder sich durch YouTube-Kanäle durcharbeitet, auf der diffuse Suche nach irgendeinem Anhaltspunkt, nach irgendeiner Struktur des unübersichtlichen Mehr Informationen. Vielleicht erachtet er seine Studenten, weil sie wenig wissen, weil sie so wenig selbstständig denken, weil sie ihm nicht zuhören, weil ihm keiner in der Redebeiträge originell, intelligent oder auch ansatzweise Diskussion zu sich erscheint, weil sie ständig auf ihr iPhone starten, während er vor ihm steht und selbst sagen, die gespeicherte Daten sind zählbar, aber nicht erzählbar. Speichern und abrufen unterscheidet sich grundsätzlich von der Erinnerung, die ein narrativer Vorgang ist. Die Autobiografie ist eine narrative Erinnerung des Schriftes. Die Teilnahme zählt nichts. Bloß aufzählen und Addition von Ereignissen oder Informationen. Vielleicht genießt er die Stille nachts, das Geräusch seines eigenen Atems. Vielleicht genießt er den Wind draußen um 2 Uhr nachts, wenn die Stadt vorsichtig zu dürfen wird. Vielleicht kämpft er unbedingt gegen irgendetwas an, aber er weiß nicht, was das ist. Er weiß nicht, wer der Leben ist. Vielleicht fühlt er sich in einem unbewaffneten Flugzeug. Einer drohenden Gedanken. Nicht weiß, wofür und wozu. Und es ist einfach zu viel. Er kann alle gar nicht mehr aushalten. Sie fühlen sich zu nicht eindeutig zusammen. Diese Menschen liegen offen vor uns. Wir haben sie zielgeschrieben, sie da. Mit offenem Herzen und offenem Hirn. Und trotzdem verstehen wir sie nicht. Noch nicht. Nicht vollständig. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Jetzt muss ich immer diese Spiele spielen.
Schmetterlinge raten. Ich weiß doch, was ein Schmetterling ist, das weiß ich doch. Jetzt muss ich immer dieses Spiel spielen, Schmetterlinge raten, mit Leuten, die ich noch nie zuvor gesehen habe in meinem Leben. Mama, jetzt schau mich doch mal an. Hör mir doch mal zu, ich bin deine Tochter. Ich bin das hier, das hier, das hier. Das bin ich, das ist deine Tochter. Ich bin hier. Ich würde jetzt so gern nach Hause gehen. Wieso darf ich denn nicht zu Hause sein? Ich habe doch ganz andere Sachen gespielt früher. Als Schmetterling geraten. Aber was war das?